Einen guten Tag, meine lieben Freunde. Ja, herzlich willkommen zum Montagsvlog. Und jetzt, ihr seht schon an meinem Gesicht, wir haben sehr geiles Wetter hier in Mainz. Heute ist klassisch für einen Montag, so wie viele einen Montag eigentlich anfangen wollen. Eines der besten Geräusche, die es gibt. Ja, passend zum Montag nach dem Super Bowl habe ich heute nicht so super viele Termine. Das war, glaube ich, sehr clever. Eigentlich sollte heute nur Homeoffice stattfinden. Und was heißt eigentlich? Es findet auch nur Homeoffice statt. Ich habe heute Vormittag schon die ersten Rechnungen geschrieben, ein paar Buchungsbestätigungen rausgehauen. Denn ja, das Wochenende war wieder sehr ertragreich, würde ich sagen. Ich war am Wochenende nämlich wieder zu einigen Vorgesprächen. Und warum die Vorgespräche in meinen Augen so extrem wichtig sind, das werden wir heute hier nämlich hier behandeln. Zuerst muss ich allerdings sagen, man Kinder, die in den Kindergarten gehen, hat man eins vor allem, nämlich stetig ein krankes Kind. Und so ist es auch heute wieder. Lea ist oben auf der Galerie mit Steffi und die zwei ruhen sich ein bisschen aus. Die Nacht war etwas kurz, nachdem Lea nämlich sich übergeben musste. Allerdings war selten ein kotzendes Kind so sehr von Nutzen wie, glaube ich, gestern. Denn in der Halbzeitpause des Super Bowls habe ich schlapp gemacht und wollte mich eigentlich hinlegen. Nach ein paar Minuten liegen kam es, hat sich die Lea das Abendessen nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Und nach ein bisschen sauber machen, Bett neu beziehen, Kind abwaschen und so weiter und so fort, war ich auf jeden Fall wieder fit genug und wach genug für die zweite Halbzeit des Super Bowls. Und so konnte ich dieses wirklich sehr geile Spiel. Mein Hund putzt die Küche. Hör auf. So konnte ich das wirklich sehr geile Spiel gestern in aller Ruhe fertig schauen, habe mich danach dann hingelegt und so einen etwas smoothen Start in den Tag für heute gewählt. Jetzt habe ich eben noch ein paar Bilder fertig bearbeitet und rausgeschickt. Mache ich auch gleich noch ein bisschen weiter. Aber erstmal, ihr wisst schon, ich habe die Maschine nicht umsonst angemacht. Was machst du da? Hallo? Was machst du da? Der Klassiker. Ich weiß nie genau, habe ich jetzt Süßstoff reingemacht oder nicht. Jetzt nehme ich ihn also einfach mal mit. Ja, ihr hört es vielleicht schon, oben läuft eine Kinderserie. Deswegen werden wir uns hier mal gleich woanders unterhalten müssen. Okay, alles klar, Freunde. Steffi legt sich jetzt ein bisschen mit Lea hin. Das heißt, wir zwei, du und ich, wir haben ein bisschen Zeit zum Reden. Und zwar über Vorgespräche. Ihr habt ja mitbekommen, dass bei mir quasi diese Anfragen für Hochzeiten immer erst relativ spät kommen. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar habe ich, wenn ich mich mit den Leuten getroffen habe, also mit den Brautpaaren, nur eine sehr niedrige Absprungsrate. Und ich stelle immer wieder fest, dass genau das viele nicht machen. Also die treffen sich nicht mit den Brautpaaren oder treffen sich erst, wenn gebucht ist. Ich muss sagen, ich kann das verstehen, dieser ganze Grundgedanke, weil ja, es kostet Zeit, so ein Vorgespräch, das sind immer mindestens mal eine Stunde. Wenn man sich sehr gut versteht, werden es eigentlich eher länger, werden es 2, 2,5. Es ist aber nun mal so, dass wenn ich mich mit einem Brautpaar treffe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gebucht werde, sehr hoch. Oder wir wissen einfach beide, warum wir nicht zusammenfinden. Außerdem ist es so, dass ich bisher noch nicht wirklich Stress hatte mit irgendeinem Brautpaar im Hinten raus. Also das liegt in meiner Meinung nach auch daran, wie man vorher kommuniziert. Also ich sage immer, wenn es hinten raus Gesprächsstoff gab oder gibt, hat man vorher nicht genug gesprochen. Also ein Vorgespräch hilft einem auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wie gesagt, zum einen kann man seine Arbeitsweise perfekt erklären. Man kann genau sagen, wie man arbeitet. Man kann verdeutlichen, was man ausliefern wird, was es geben wird. Man kann alle Fragen eben ja aus der Welt schaffen. Außerdem ist es so, dass gerade bei Brautpaaren viele suchen zum allerersten Mal einen Fotografen. Viele wissen gar nicht genau, was man da für ein Honorar aufruft oder was man so ausgeben kann, muss, sollte, müssen tut man eigentlich gar nichts, aber wo liegt denn so ein Hochzeitsfotograf? Und wenn man dann mit einer bestimmten Vorstellung so ins Rennen geht, das hat ja jeder, also wenn ich mir vorstelle, was weiß ich, ich will eine Hose haben zum Beispiel, dann habe ich so eine Summe im Kopf und später stelle ich vielleicht fest, dass mir aber die eine oder andere doch besser gefällt und vielleicht bin ich bereit, doch mehr auszugeben, wenn ich dieses on top eben verstehe, warum, weshalb und wieso. Was aber nicht heißen soll, dass man so ein hartes Verkaufsgespräch führen sollte, meiner Meinung nach, wo man Leute dazu treibt, dass sie sich verschulden oder ähnliches. Es geht einfach nur darum, dass viele einfach nicht wissen, warum kostet
das so oder das so oder manche wissen auch noch nicht genau, was es ihnen denn überhaupt wert wäre. Ja? Deshalb ist meiner Meinung nach ein Vorgespräch extrem wichtig. Feststellen, was braucht man, was kann man eben bekommen von demjenigen und dann eventuell nochmal eine Neustrukturierung, was ist es einem wert. Ich habe total viele Paare, die mit einer anderen Preisvorstellung eben sich mit mir an den Tisch gesetzt haben. Und natürlich gibt es dann auch welche, wo man einfach nicht zusammenfindet. Es gibt aber ganz viele, die erkennen, was es für einen Wert hat und eventuell bereit sind, eben ein bisschen was draufzulegen, falls es vorher nicht passt. Das heißt ja nicht, dass es nie passt. Ja? Aber gerade jetzt in den letzten Wochen lese ich immer wieder in den Gruppen, in den Social Medias, bei den ganzen Hochzeitsfotografen, dass dieses Jahr der Markt so extrem schwer wäre und dass viele eben Absagen bekommen aufgrund des Budgets. Und wenn man dann fragt, habt ihr euch denn schon mal getroffen? Und dann heißt es von wegen, nee, wir treffen uns erst oder ich treffe mich immer erst mit den Paaren, wenn schon fest gebucht ist. Genau das ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Ich schlage immer folgende Variante vor. Anfrage kommt, dann bekommen die zuallererst, bekommen Brautpaare von mir mal komplette Reportage und zwar nicht irgendwelche 70, 80 Highlight-Fotos, sondern eine komplette Reportage, so wie ich sie irgendeinem anderen Brautpaar auch ausgeliefert habe. Und erst dann, wenn das passt, dann spricht man weiter. Wenn das nicht passt, wenn allein die Bildsprache, die Fotos nicht passen, dann könnte ich 50 Euro sagen und es wäre zu teuer, denn diesen Tag, den kann man nicht nachholen. Dann geht's weiter. Passt das alles? Passt die Bildsprache? Dann trifft man sich und dann unterhält man sich mal, ob es denn auch menschlich zueinander passt, ob überhaupt die Vorstellungen, die man voneinander hat, ob das zusammenpasst, ob beide überhaupt verstanden haben, wo die Bedürfnisse liegen und ob der Fotograf verstanden hat, ob er das überhaupt liefern kann oder nicht. Wenn das passt, dann spricht man über den Preis. Ja, natürlich, da gibt's eine Riesenspanne, ja. Und da muss man auch erstmal feststellen, passt das zusammen? Aber es heißt nicht, dass wenn es am Anfang nicht zusammengepasst hat, dass man nicht vielleicht irgendwie zusammenfindet. Und deswegen ist ein Vorgespräch in meinen Augen das A und O. Und ich muss sagen, wenn sich jemand mit mir trifft, habe ich in 9 von 10 Fällen den Abschluss. Und das soll nicht verkaufstechnisch super gut klingen, sondern es ist so, dass man sich einfach etwas wohler fühlt mit dem anderen gegenüber. Kann man demjenigen vertrauen oder nicht? Findet man zusammen oder nicht? Und dann spielt vieles anderes etwas weniger eine große Rolle. Und deswegen mein Tipp an alle Kollegen da draußen, sucht das Gespräch. Und mein Tipp an alle Paare da draußen, redet mit dem Fotografen oder mit der Fotografin. Lasst euch ganze Reportagen zeigen. Dann wisst ihr auch, wie sowas über den ganzen Tag verteilt aussieht. Dann wisst ihr auch, dass das keine gefakte Inszenierung ist von irgendetwas, das bei euch nicht so zutreffen wird. Trefft euch, unterhaltet euch und alles wird gut. Gibt's hinten raus Gesprächsbedarf, hat man vorher nicht genug miteinander gesprochen. Bleib ich bei. Jetzt mach ich aber weiter. Jetzt wieder hier an meinem Platz. Ihr seht schon, hier ist das Laptop. Nicht nur die Lea hat es ein bisschen erwischt, mich hat es ebenfalls natürlich hier irgendwie ein bisschen erwischt. Ich stelle mir mal etwas mehr zum Licht. Bin ein bisschen heiser, Nase ein bisschen zu, bin auch durchweg am Niesen. Ist echt doof, denn eigentlich wollte ich heute wieder trainieren, um meinen 3-Tage-Rhythmus ein bisschen einzuhalten. Aber als Selbstständiger lernt man sehr schnell, dass man mit seiner Gesundheit ordentlich umgehen soll. Und deswegen werde ich genau das nicht machen. Ich werde später zwar nochmal einen ausgedehnten Spaziergang machen, damit ich zumindest mich ein bisschen bewege heute. Außer mit dem Hund rausgehen. Und beim Rausgehen und ein bisschen spazieren gehen, da hilft durchaus eins, vor allem als Fotograf, ein bisschen Street fotografieren. Das Ganze habe ich ja schon seit fast einem Jahr vor. Und habe es auch im Urlaub immer mal wieder so ein bisschen gemacht. Und habe jetzt einen neuen Instagram-Account dazu gemacht, um so ein bisschen Motivation für mich zu haben, da was liefern zu müssen. Mein Typ als Fotograf ist einfach so, dass ich mich dann möglichst gut und gerne fortbilden möchte. Am Anfang, finde ich immer, muss man die ganzen Grundbausteine erstmal lernen und dann kann man so ein bisschen so seine Handschrift da reinbringen. Und ich war jetzt schon ein, zwei Mal unterwegs, wirklich mit dem Ziel, Street-Fotografie zu machen. Finde das auch eigentlich schon ganz gut. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier Creative Life an. Ja. Und gucken wir mal die Class über Street-Fotografie an. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich da was Neues mitnehmen kann oder nicht. Bisher bin ich ein bisschen zwiegespalten, was die Creative Life Sachen angeht. Die sind allesamt sehr cool produziert.
Bisher habe ich aber noch nicht eine Class gehabt, in der ich jetzt wirklich sagen würde, das war so mindblowing. Die hat sich wirklich total gelohnt. Bisher war es immer ganz nett, aber nicht wirklich viel Neues. Dennoch, Streetfotografie ist ja eigentlich insgesamt was Neues für mich. Deswegen hoffe ich, dass die Class wirklich eine gute wird für mich. Und verabschiede mich jetzt hier. Hoffe, dass ich morgen wieder ein bisschen fitter bin. Und ich wieder ein bisschen mehr zeigen kann. In diesem Sinne, ciao.